wie geht's euch? Ich bin in Ischgl. Es hat keinen Schnee, aber es ist gutes Wetter und wir gehen Skifahren. Und man kann sagen, die Stimmung hier ist am Kochen. Ist einsame Spitze. Super. Wie geht es dir so? Schlecht. Wieso? Rippe gebrochen. Kennst du diese Leute, die sich so nach einer halben Stunde am ersten Skitag verletzen? Die kenne ich, ja. Stefan hat sich gedacht, es ist eine gute Idee, mit so einem Schneebike unterwegs zu sein und hat sich nach einer halben Stunde auf die Rippe gelegt. Kann deshalb jetzt sein Ironman leider nicht rennen. Und dann haben wir noch unseren Langlaufprofi Nicolas Lazaridis dabei. Vielen Dank. Dieser Mann hat gestern bis 4 Uhr morgens gefeiert. Warum sehen die alle anders aus als gestern? Auf einmal wache ich in meinem Bett auf. So doll habe ich gesoffen. Was glaubst du, wann war der Cut? Wie viel Uhr? Ja, so 2:30. Wie geht es dir? Ich habe neue Schuhe. Ja, das sagt schon einiges. Du vloggst jetzt? Ich vlogge jetzt. Seit wann vloggst du, Bro? Naja, was ist schon ein Vlog? Naja, du bist ein Wichser. Dort ist die Schweiz und hier drüben Österreich. Und wir gehen jetzt in die Schweiz. Ich habe meine Handschuhe im Lift vergessen. Ist es jetzt schlecht oder gut? Kannst du dir vorstellen, eines Tages als Schweizer in die Schweiz zu fahren? Kann ich als Deutscher auch nach Deutschland fahren? Naja, wahrscheinlich nicht. Und genau deswegen hasse ich den Tag heute. Also hier sieht schon deutlich schöner aus als auf der anderen Seite, muss ich sagen. Ey, ist krass, wie man sich im Kopf vorstellt, dass es jetzt hier wirklich einen Unterschied gibt, obwohl es keinen gibt. Checkst du? Wirklich keinen, aber guck mal bitte, wie wunderschön das ist, ehrlich. Adi, dein Zuhause ist wirklich wunderschön. Danke, Mann. Sieht das krass aus. Bro, das ist geistesgecrankt hier irgendwie. Ja, hier ist man echt krass in den Bergen. By the way, wir sind in Ischgl samt Namen und ich war noch nie hier Skifahren. Digga, das sieht ultra abgefahren crazy aus. Holy shit, richtig geil, Mann. Auf geht's, Niki, runter damit. Aufrichten, Niki, aufrichten. Niki. Das ist jetzt wichtig, Mann. Oh mein Gott, die wird danach so viel besser gehen, Alter. Holy shit. Cheerio. Naja. Oh, Vorsicht, Niki. Nee, das da ist wirklich da musst du einmal durch. Da, Digga, das muss jetzt hier... Jetzt mal mit wie dem Eisbad-Gedanken mal da rangehen. Ja, jetzt mal wirklich mal So, jetzt rein aber da. Nein, Niki, nein. Ich bin so ein Schweizer. Digga, Niki, wir sind einfach am Gewinnen. Wir haben gewonnen. Hier. Fahr ich jetzt wunderschön runter, Digga. Wir haben Ischgl gewonnen! Wir haben Ischgl gewonnen, ja! Sieht das scheiße aus bei dem. Jo, wir gehen jetzt krass in Après-Ski rein. Ich knall mir 2 Wasser mit Kohlensäure rein, Digga. It's time for the Black Pist. Time for the Black Pist. Wir sind die Einzigen, die die schwarze Piste fahren. Aber ich finde das außerordentlich schön, weil heute ist der letzte Skitag. Ich hoffe, dass mein Bein wieder kontrollierbar ist, weil vorhin ist es tatsächlich ein bisschen rumgeflattert. Ist das eine Black Pist hier oder ist die rechts eine Black Pist? Oder ist beides eine Black Pist? Die sind beide schwarz. Summer Vibes im Winter. So ein geiles Produkt. One hell of a crazy view, man. And this. Is the Black Pist. Are you ready to rumble the Black Pist? Nico fährt hier und ich gehe da drüben in den Deep Snow. Okay. Mein Plan ist es jetzt hier runter bis dort. Ohne zu sterben. Ich kann es leider nicht filmen, aber ich gebe euch unten ein Update. Update, die schwarze Pist war die maximale Oberschenkelfickung. Adi, hör mal auf zu filmen, wirklich, das nervt. Mir ist aufgefallen, dass es sehr, sehr schwer ist, sich selber beim Fahren zu filmen. Deshalb habe ich absolut keine Shots. Was sagst du dazu? Richtig scheiße. Good morning. Oh, man hat mal nichts gesehen. Nee, ich habe keinen Sonnenbrand. Ganz kurze Investigativfrage, bin ich rot? Ja, bin ich roter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin roter, vom Gefühl her. Schreibt mal in die Kommentare, wer roter ist. Und los. Cheers, Bro. Wir sind on the pist. Mit den Snowbikes
Und Marc ist unglaubliche 200 Meter weit gekommen und sein Ding ist kaputt. Man ist einfach wie auf so einem Mofa, Digga. Der Sitz bounced so geisteskrank geil. Und los. Komm, Marc! Jetzt! Okay. Nochmal weiter. Jetzt! Also jetzt sitzt er auf jeden Fall schon mal besser. Ist die Rolex jetzt sitzen? Drauf geht. Okay, gut. Funktioniert? Das ist echt schön. Adi. Was? Findest du es hier schön? Ich find's hier sehr schön, ja. Du? Danke. Bitte. Nico, wie geht's dir? Alter! What? Was ist das? Achtung, hier kommt ein Schweizer! Achtung! Heilige Scheiße. Adi ist auch ein toller, oder? Lass mal ein Abo da. Was? Was? Heute machen wir tatsächlich ohne aufnehmen. Wir machen jetzt das Ende wie so eine Familie, okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Abonnieren. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Okay, reicht jetzt. Gut, tschüss. Ciao, 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 tschüss.